Also nachdem ich mich vom Schock erholt habe, selber in Schwammendingen müssen zu leben, habe ich und entdeckt habe, dass Schwammendingen gar nicht so schlimm ist wie der Ruf, habe ich mir schon überlegt, wie Schwammendingen denn das eingehandelt hat, der Ruf, wo eigentlich gar nicht gerechtfertigt ist und wo sich ja sicher auch wandelt mit der Zeit. Aber so in den 70er Jahren hat, wie gesagt, Schwammendingen am untersten Ende von all diesen verschiedenen Stadtkreisen figuriert. Also zuerst ist wahrscheinlich irgendwie Kreis 8 gekommen, und dann irgendwie der Zürichberg und dann irgendwann mal Hönk und dann ist irgendwann mal vielleicht zweitletzte Seebach und Altstädte gekommen und dann am Schluss noch Schwammendingen. Und ich habe mir das einfach irgendwie überlegt, wie kommt das? Ob man das einfach schicksalshaft annehmen soll, dass irgendjemand muss der Letzte sein muss? Oder ob es irgendwie so, wie sagen wir, soziologische Gründe gibt. Und ich habe dann gemeint, mindestens eine Entdeckung zu machen, die ich dann auch an meinen Führungen immer so ein bisschen erzählt habe. Und das ist irgendwie die Pervertierung von einer tollen sozialen Idee in eine Stigmatisierung. Das sind jetzt ein bisschen viele Fremdwörter, aber es ist einfach eine Umkehr von etwas Gutes in etwas, das einem eigentlich ein bisschen schadet. Und zwar ist Schwammendingen nicht vollständig entstanden durch Genossenschaftsbau. Der Schwammendingen war ja seit Hunderten von Jahren schon da, war ein armes Bauerndörfli, ist kurz vor dem Bankrott gestanden, Anfang vom letzten Jahrhundert, ist dann eingemeindet worden. Und für die Stadt Zürich war es eine wunderbare Gelegenheit, da mal ein bisschen grossflächig Wohnbauten zu machen, weil die Wohnungsnot war wirklich gross in den 30er, 40er Jahren. Und dann ist der Krieg gekommen, den hat man nicht bauen können, aber das Land hat man dann schon gehabt und mit umgezonet. Und dort ist auch die hervorragende und gute soziale Idee vom sozialen Wohnungsbau entstanden. Und manche von diesen Überbauungen, die jetzt noch stehen, da aussen, sind Genossenschaftsbauten. Und das Phänomen von diesen Genossenschaftsbauten ist eben das, dass der Mietzins gekoppelt ist am Einkommen. Also solange einer nicht so viel verdient, irgendwie bei der VBZ schafft oder ich weiß nicht was, als Polier, gut, die verdienen jetzt alle auch genug, aber damals war das nicht so ein wahnsinniger Geldverdient-Job. Und für die war es möglich, in der Stadt Zürich zu wohnen, dank diesen Genossenschaftsbauten, wo eben der Mietzins erträglich war, weil er gekoppelt war an ein niedriges Einkommen. Jetzt aber. Sobald eine Karriere gemacht hat, sobald eine irgendwie Vorarbeiter geworden ist oder die Prokura bekommen hat in der Bank oder ich weiß nicht was, und plötzlich hat er statt 2.000 bis 3.000 Franken hat er 6.000 oder 8.000 Franken verdient, ist die gleiche Wohnung extrem teuer geworden. Weil plötzlich die Entschuldigung, so einen billigen Preis zu haben, weggefallen ist. Der verdient jetzt genug, jetzt muss er auch mehr zahlen. So einer hat sich natürlich überlegt, ob er nicht für das gleiche Geld, das er neu zahlen muss, anderswo einen besseren Gegenwert bekommt. So dass eigentlich viele von denen, die nach tüchtig waren und Karriere gemacht haben, dann weggezogen sind. Und wer ist dann in Schwammendingen geblieben? Das sind die, die eben nicht so Karriere gemacht haben. Die sich wohlgefühlt haben, ihr Gärtchen gemacht haben und eigentlich sich nicht so gekümmert haben um einen Aufstieg, einen sozialen Aufstieg. Und ich behaupte mal, und das hat mir eigentlich bis jetzt fast noch niemand widersprochen, dass ein Teil von dem, sagen wir, schlechten Ruf am Schwanz hängen aus dieser Konstellation herauskommt. Ja, man kann einfach nicht behaupten, es ist nicht schön da. Es ist einfach schön da. Es ist grün, es ist nach eigentlich modernen Gesichtspunkten ist das angebaut. Es ist, wie gesagt, die Qualität von vielen Wohnungen sind einfach schlecht gewesen. Sie sind eben billig gebaut worden, darum hat man auch so billig wohnen. Es ist einfach unattraktiv für die, die selber ein bisschen auf Prestige geschaut haben. Die selber irgendwie ein Bötchen im Zürichsee haben wollen. Und es war natürlich mühsam, über den Zürichberg zu dem Bötchen zu gelangen. Und ein Seenachtsfest gibt es da auch nicht. Und die nächste Bar ist auch ein bisschen weiter weg.
So, dass einfach so ein der Ruf auch von einer langweiligen Schlafstadt zu Schwammerdingen gehört hat. Also nebst dem sozialen Wohnungsbau, den ich jetzt auch nicht mehr stressen will, weil das hat sich jetzt auch wieder geändert, aber der Ruf ist irgendwie dort ein bisschen festgehalten worden. Zu dem allem ist Schwammerdingen eigentlich auch also relativ langweilig eingestuft worden. Und merkwürdigerweise haben das die Leute dann aber eigentlich nicht gesagt, dass es langweilig ist, sondern sie haben dann gefunden, es ist gefährlich, weil die Wahrnehmung wird immer festgenagelt an ganz wenigen Ereignissen. Und dann hat es vielleicht auch mal da einen Raubüberfall gegeben in Schwammerdingen. Wie es viele gibt in der Altstadt und im Kreis 4. Aber irgendwie das Schwammerdingen hat dann plötzlich so ein bisschen negativ vibriert. Und dann hat man irgendwie gedacht, ja, Schwammerdingen ist ganz schlimm. Dabei jede Statistik sagt, dass Schwammerdingen das sicherste Quartier ist. Eben gerade, weil es so langweilig ist. Und wer ein Verbrechen will machen, geht dann lieber noch jemand anders, der mehr läuft und der mehr zu holen gibt. Also, das ist irgendwie etwas, was mich immer sehr beschäftigt hat an Schwammerdingen, dass der Ruf. Und jetzt hat es ja über Jahrzehnte immer wieder auch Bewegungen gegeben, den Ruf zu ändern. Der Quartierverein hat sich da ins Zeug gelegt, der Gewerbeverein hat sich ins Zeug gelegt, die Stadt Zürich hat irgendwelche soziale Programme aufgelegt. Und just jetzt fliegen die Flüger über Schwammerdingen weg und zerstören mit einem Flug die guten Bemühungen. Und schon wieder hat Schwammerdingen das Stigma vom Quartier, das eben erlaubt ist, darüber wegzufliegen. Ich bin in der Altstadt aufgewachsen und zwischen 1950 und 1970 ist die Altstadt Niederdorf, so wie es auch in der Niederdorf-Oper vorgekommen ist, ist eigentlich ein Ruhrquartier gewesen. Da hat niemand reichs gewohnt. Und dort hat es dann durch die Renovation haben dann die armen, alten Leute müssen ausziehen und sind eigentlich nur noch die Freundinnen und Sekretärinnen von irgendwelchen Bankern können, oder die Geliebten können einziehen und Boutiquen sind eingezogen und Bäcker sind verschwunden und Petzgereien sind verschwunden. Ob es so schlimm kommt hier in Schwammerdingen, weiß ich nicht, weil es schon jetzt fast kein Metzger hat und fast kein Bäcker mehr, die sind schon gegangen. Wir sind natürlich auch in einem anderen Zeitalter. Die Schwammerdinger gehen ja nicht in Schwammerdingen unbedingt einkaufen. Für die ist es Hype, ins Gartzentrum zu gehen oder nach Oerlikon. Und die wiederum, die unbedingt in den Nachtclub gehen wollen und nicht gesehen werden, die kommen auf Schwammerdingen. Also das Erlebnis des Schwammerdinger ist ja nicht beschränkt auf Schwammerdingen, sondern man fährt eine Art individuelle Schwammerdinger-Strategie fahren. Jeder von uns macht das und die meisten Schwammerdinger gehen ja auch noch jemand anders arbeiten. Und jetzt versucht man auch irgendwie die Durchmischung, durch das Tram und so ist das ja geil, und S-Bahn, die Durchmischung anzubringen. Und es wird schon ein anderes Schwammerdingen sein. Es ist jetzt schon anders. Ich finde jetzt auch schon keine Wohnung mehr, obwohl ich gerne in Schwammerdingen wohnen würde. Es ist mir auch schon zu teuer. Ich wohne dafür jetzt in Schlieren, wo der Boom noch bevorsteht. Dort ist es noch ein bisschen billiger und der Ruf ist wahrscheinlich noch ein bisschen schlechter.